und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute den Mini-Mandala-Designer von der Monster High. Diesen Mandala-Designer gibt es ja zu ganz unterschiedlichen Themen und das ist eben die Mini-Box zur Monster High. Damit kann man Monster High-Mandalas selber gestalten. Und die ist ganz praktisch für unterwegs, um die mitzunehmen, um zum Beispiel im Auto, wenn man auf Reisen geht, unterwegs was malen zu können. Das Ganze ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren von der Marke Ravensburger. Und hier sieht man schon mal ein paar Mandalas, die man damit machen kann. Mit im Set enthalten ist ein Malrahmen, eine Schablone, 10 Bogen Papier, ein Filzstift und 3 Buntstifte. Und ich werde es jetzt einfach mal aufmachen und mir anschauen. So, es ist eine Plastikbox, Mandala Designer. Hier vorne ist so ein Verschluss, so ein Clipverschluss. Und da sieht man das Ganze. Ich nehme es mal einmal raus. Hier, das ist also die Schablone, damit kann man hier so ein Gesicht machen. Das sieht aus wie eine Sicherheitsnadel, Kirschen, ein Mund mit Zähnen, also so ein Vampirmund. Hier ein Herzchen mit Flügeln, eine Eule, eine Schleife, wie so ein Sarg. Das ist ja auch mal bei der Monster High. Hiermit kann man so eine Linie oder so einen Kreis in der Mitte machen. Und hier ist noch das Monster High-Symbol, dieser Totenschädel mit der Schleife hier oben dran. Ach ja, und hier ist noch ein Blitz und hier unten habe ich noch ein kleines Herzchen entdeckt. Das Ganze ist in so einem so Rahmen drin. Man kann das Ganze jetzt hier an dem Rand, sind so kleine Pfeile und da macht man immer den Pfeil hier zu dem Pfeil. Und wenn man dann ein Symbol gemalt hat, dann dreht man das eben weiter, entweder eins weiter oder mehrere, drei weiter, zwei weiter. Und so kann man in regelmäßigen Abständen dann überall dieses gleiche Symbol draufmalen. So, hier unten drunter sind schon Papierbögen mit dabei, 10 Stück. Einer ist auch noch in Rot mit dabei. Und man kann sich das Papier aber natürlich dann hinterher auch selber nachschneiden und hier selber unten wieder reintun. Also selber ausmessen, zuschneiden und in den Rahmen reinmachen. Dabei ist noch dieser Stift hier zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Also ein Feinliner in Schwarz. Damit kann man hier jetzt die einzelnen Sachen nachmalen. Und dann im Anschluss mit den Buntstiften, die dabei sind, ausmalen. Es sind 3 Buntstifte dabei und zwar rosa, blau und gelb. Ja, das war das Monster High Set, Monster High Mandala Set. Und ich werde auf jeden Fall damit auch mal ein Mandala designen. Das seht ihr dann in einem meiner nächsten Videos. Ich hoffe, euch hat das Set gefallen und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so einen Mandala Designer besitzt. Ich weiß, dass es da ganz unterschiedliche gibt und sicher hat haben einige von euch auch so ein Mandala-Designer-Set. Dann schreibt mal, zu welchem Thema ihr das habt. Das war ja hier Monster High. Und ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr da so habt. Ja, das war's für heute. Schaut auch unsere anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!